und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Team Chaos Deluxe auf der nordfriesischen Marsch mit Altfalter, der Astra, dem Lenny, dem Mike, dem Carsten, dem Flo, dem Lars, dem Manni, dem Micha, dem Paul, dem Toledo und dem Uwe. Ein wunderschön. Hallo. 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 So, hallo. Abfahrer Feld 22 wäre super. 23, Feld 23. LKW oder JCB? Hier steht, mir egal, ich wollte gerade sagen, hier steht ein LKW auf jeden Fall rum. Ja, der ist besetzt. Ich warte den LKW mal hin. Ja, du, gib Hackengas. Ich sitze hier eh gerade drin. Warte mal, wenn ich jetzt hier durchfahre, fahre ich durchs Feld, ne? Nächste Mission. Okay. Das klingt nach einem Plan. Zack, hat er vergessen, dass er doch zwischen den Feldern lang wollte. Ja, wird eng, mein Junge, wird eng. Ja, ach, wird nicht. Direkt weiterfahren. Das ist in die falsche Richtung. Ja, hab ich gemerkt, danke. Kein Problem, ich helfe gern, wo ich kann. Ja, sehr gut. So ist auch unser Lenny. Ich bin da selbstlos. Was ernten wir hier eigentlich? Hirse, normale Hirse. Was gibt's denn zu tun? Habe ich letztes Mal nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, sitzt da einer im Drescher? Ja, da sitzt einer im Drescher auf Feld 24, aber nee, der ist draußen. Da sitze ich drin, irgendwo. Irgendjemand ist gerade ein John Deere eingestiegen hier bei mir. Ja, auf Feld 24 ist ein Drescher, da springt gerade einer mal immer rein und wieder raus. Das ist Manni, der sitzt jetzt drin. Ja, dann... Einfach weiter Unkraut bekämpfen hier auf Feld 21. Ich hab gerade mal geguckt, ja. Grüße. Grüße. Wie viel hat denn der Manni in seinem Korntank? Noch gar nichts? Ich oder? Bin bei 0, kannst drüber fahren. Wer drückt denn bei 12? Was hast du, Manni? Was hast du? Ich hatte 59. Okay, dann komme ich einfach mal zu dir, mach die auch schon mal leer. Mhm. Wer drückt denn auf Feld 32? So, was ist denn bei dir los? Wieso? Irgendwer atmet so laut. Ja, du hast richtig krasse Nebengeräusche. Ich hab nichts geändert, Sekunde. Ja, nee, jetzt ist glaube ich wieder besser. Ja. So, okay. Ja, oh, gerade besser. Muss nach oben. Auf dem Netzwerk wollte nur sicher gehen, dass wir wissen, dass du noch. Also Richtung mir musst du arbeiten. Ja, das kann sein, wenn ich das Headset frisch aufgesetzt habe und die ersten dreimal Kopf drehe, bis es richtig sitzt, schrubbt es dann drei Tage bald rum. Ja. Was macht denn die Performance beim Uwe? Läuft ganz okay. Das klingt doch schon mal gut. Habt ihr eben das Problem nochmal thematisiert? Habe ich das verpasst? Warum? Jetzt hör doch auf zu spoilern! Ja, haben wir. Wir werden es wahrscheinlich ändern. Wie würdest du es denn ändern wollen, Uwe? Die WGAs einfach hochschrauben. Ja, so würde ich auch mal 10 Millionen in jeden Bunker eintragen und dann ist Ruhe. Bis ich auf 2 Millionen. Genau, bitte nicht weiter spoilern. Richtig. Wir sind schon in der Aufnahme? Ja, klar. Richtig. Entschuldigung, ich dachte, wir sind noch davor. Nee, wir sind schon lange. Kann ja nicht jeder so ewig lange Pipi machen wie du. Ja. Das ist im Alter so. Ach so. Im Moment ist er unser Küken hier. Der Paul. Ich glaube, Flo ist der Jüngste aktuell, ne? Na, der Paul ist jünger, aber der Paul ist nicht da, oder was? Ich bin da. Der Paul ist neben mir. Ja, ob der Paul da ist oder nicht, ändert auch nichts. Warum? Du warst doch 24? Und 25, der Paul ist auch jünger als ich. Nein, 27. Nein. Der Paul wird quasi dieses Jahr 30. Wie alt ist der Paul? Der Florian ist jünger. Ja. Genau. Ich wusste, irgendein kleiner Amateur. Wie alt ist Paul? Ich bin 27. Erzähl doch nichts. Du bist ein 94er Bagger. Junge, du siehst aus wie 48. Dafür habe ich viel zu hart auf dem Kopf und keine Zeit mit der Stirn. Ja, das ist richtig. Aber, weißt du... Ich muss mal ganz kurz mitschneiden hier. Lieber keine Haare mehr auf dem Kopf, aber dafür im Gesicht nur Babyface. Ha. Oh Mann, ey. Oh Mann. Mit mir nicht alles nachmachen. Mit den Haaren auf dem Kopf oder mit dem Babyface? Manni ist einfach so ein Trendsetter. Ja, genau, Manni ist unser Trendsetter. Hat er schon vor Jahren erkannt. Ja. Genau. Herr Uwe, was sagt der Korntank? Du, 35% sagt der Korntank, glaube ich. Der Korntank.
Sagt der Korn zum Tank. Was? Kannst dann rüberfahren, Danny. Sagt der Tank zum Korn. Ich fahr die Bahn hier noch mit. Ja, dort. Vielleicht. Aber Uwe, dafür habe ich mit 25 ein beginnendes George Clooney-Syndrom. Naja, das beginnt. Oh, nee, ich hätte gesagt, er kriegt graue Haare. Und das ja, meine ich doch. Ja. Du, kenn ich das Problem? Ich hab bald keine Haare mehr. Wie auf der Marsch hier ist die Brücke schon fertig oder habt ihr die gebaut? Ja, die haben wir selbst. Ja, hallo, die haben wir gebaut in mühevoller Kleinarbeit, ja. Stein auf Stein. Ich hab die Maurerkelle noch dabei. Du hast die Maurerkelle. Und wer hat hier unten verputzt? Also so ganz sauber ist das nicht, ne? Das war Paul. Ah ja. Nee, tatsächlich ist es auf der Marsch diesmal nicht möglich, weil es noch kein Skript gibt, dass dieses Erscheinen der Brücke ermöglicht, wenn man da jetzt Einsatzstoffe abgibt und die ganzen Produktionen drumherum sind auch noch nicht möglich mit Zement und Stahlwerk und was auch immer. Sand und hast nicht gesehen. Ja doch, Sand und Kies gibt's ja schon. Aber warum lädt denn der nicht mehr ab? Den Rest du halt bist nicht voll mehr wahrscheinlich. Nee. Ach, haben wir noch Gewicht, nicht? Ja, wir haben mit Gewicht. Wir haben mit. Da war ja was. Ja. Ich hab da mich, wo muss ich das überhaupt hinbringen? Boah. Ehrliche Antwort? Hab ich nicht gestriegelt da unten auf der 21? Getreide handeln musste. Zu spät hat Carst übernommen. Ach, ich wollte gerade sagen, handeln. Stimmt, den Johnny hatte ich. Ja, wie ist denn der Silagepreis? Macht das Sinn, Silage AG, zu verkaufen? Tierhandel, Spinnerei. Silage. Wo ist denn der Getreidehandel? Ja, ich suche ihn auch 80 gerade. Wo? 279. Getreidehandel bei der Gärtnerei oben. Ja. Siehste, ich habe nicht weit genug nach oben geguckt, genau. Dann lass dir doch mal die Preisspanne anzeigen, Lars. Und dann weißt du, was gut und was schlecht ist. Das ist komplett scheiße. 279, ja, ist quasi übelster Müll. Im Januar ist der höchste Preis. Januar ist am höchsten mit knapp 340. Januar dauert noch ein bisschen. Ist die Zeit auf 0,5 eigentlich richtig? Nein. Ja, doch, weil wir, glaube ich, vor dem Regen irgendwie noch was ernten wollten. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, was wir vor dem Regen ernten wollten. Ja, die 34 und die 35 auf jeden Fall. Und die 32. Ne, 24 und 23. Ja, aber die Mission hast du einen Verlust, dann kriegen wir die Mission nicht fertig. Okay. Die Kartoffelmission ist egal, weil Kartoffeln im Regen keinen Verlust geben. Ja, die macht Astra, ja. Nehmen wir unser Feld auch noch runter hier. Die 32. Yay! Hier ist sie hier. Wo kommt die eigentlich hin? Irgendjemand hat sich jetzt mal entschieden, er möchte schon Kartoffeln ernten. Haben wir schon eine Meal Produktion? Nee. Ja, die wird auch noch bis zum LS24 dauern, die Mission. Ja. Aber bei mir seid ihr voll im Wachstum unterwegs. Ihr seid auch der 53, ne? Ja, die ist bei mir im Wachstum. Wie sieht's denn aus? Was glaubt ihr? Bleibt Giants bei dem 3-Jahres-Rhythmus oder gehen die zurück auf den 2-Jahres-Rhythmus? Nein, auf den 2-Jahres gehen sie bestimmt nicht mehr. Also ja, ich glaube, es gibt einen 25 als nächstes. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht auf einen höheren Rhythmus sogar nochmal gehen. Ja, das kann ich mir auch unter anderem vorstellen. 29, was? Bin ich persönlich aber auch gar nicht so schlecht. Ganz ehrlich, guck dir so Spiele an wie den Consim aus 2015 ist er, glaube ich. Ja, grafisch nicht top, aber vom Spielerischen immer noch sehr, sehr gut. Guck dir Euro Truck Simulator an. Ich wollte gerade sagen, Arma, genau. Das sind alles Spiele, die sind schon alle 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt und laufen immer noch wie die Pest, ne? Ja, und auch dann, nicht schlecht. Dann machst du lieber alle 5 Jahre, hast aber richtig, ich sag jetzt blöd, hoffentlich zumindest richtig Sprünge auch in deiner Engine drin, weil das ist halt ich glaube, das ist so ein Problem für Giants oder eine Herausforderung. Dadurch, dass sie nicht eine Unreal Engine oder sonst was nehmen, sondern halt die komplett eigene, müssen sie halt auch alles mühevoller reinklamüsern, ne? Und ich glaube, wenn sie auf 5 Jahre gehen, haben sie einfach viel mehr Zeit, einen größeren Sprung zu machen. Mhm. Weil sind wir ehrlich, also ich finde jetzt zwischen dem 19er und dem 22er hier finde ich jetzt nicht zum Beispiel, dass der Ideal super schön geworden ist oder noch detailreicher oder sonst was. Ich wollte gerade sagen, also detailreicher, schön hingestellt, aber... Sieht gut aus, sieht bestimmt auch besser aus als im 19er, wenn ich nochmal den 19er spielen würde. Man gewöhnt sich ja auch schnell daran, aber... Das stimmt.
Ich glaube nicht, dass das so der Quantensprung ist. Ja, ich glaube, der Quantensprung ist dann tatsächlich eher das Gameplay. Wenn jetzt sagst du, hier, guck mal, wir haben jetzt die Getriebe drin. Wir haben den Sound. Du musst einfach mal sagen, hör dir mal Maschinen im 19er an, ja, und hör dir mal den LS22 an. Absolut. Da kannst du gerade auch die Abkippgeräusche von den Anhängern, ne, und so. Genau, also gerade das Thema Sound ist ja hat einen ganz großen Sprung gemacht. Das ist aber auch gut geworden, muss man einfach sagen. Ne? Die Physik, muss man sagen, hat einen guten Sprung gemacht, ja. Also mal gucken, der Helfer soll ja noch ein paar Sprünge machen und alles. Also klar, wie gesagt. Auf den Helfer habe ich persönlich noch nie gesetzt. Aber der Helfer hat diesmal, also wir haben es ja auf der, was war das, die Hofneumann hat es mal getestet, ja. Da hat er schon gut performt, das muss man einfach sagen, ja. Das funktioniert seit dem 15er auf jeden Fall genau gleich. Die ersten drei Vorgewinde fährst du einfach selber, dann geht's mit dem Helfer. Ja, aber dieses allein schon, dass du jetzt sagst, okay, der Helfer kann jetzt für dich Transportaufgaben übernehmen. Ja, das stimmt, das kann er vorher gar nicht, ne? Das konnte er vorher gar nicht, das ist jetzt eine schöne Sache, ja. Und was mich verblüfft, wie schnell wir eigentlich geworden sind. Guck mal, wie lange das Spiel am Markt war. Dann kamen First Play, Autodrive, ja, diese High-End-Skripte. Ja, Marsch, ja, aber das darfst du jetzt auch nicht vergessen, wurde, das passiert aber auch nur, weil die ihre Engine nicht ändern, ne? Ja, die Engine wurde so schon geändert. Naja, aber das Grundgerüst des LS ist ja immer noch das gleiche. Also, ja, aber stell dir mal, wenn du es jetzt komplett von neu aufbauen würdest, dann würde das alles auch richtig lange dauern. Das würde ich so nicht unterschreiben. Also ich würde schon behaupten, dass es einen ganz gewaltigen Unterschied macht, wenn du ein neues Auto baust und steigst jetzt von einem alten Auto auf ein neues Auto um, dann bedient sich das zwar anders, aber gefahren wird immer noch gleich. Weißt du, was ich meine? Also solange du die Sprache, wie man eine Software anspricht oder eine Engine anspricht, nicht ändert, ist es egal, was die Engine kann. Ja, und die Modder haben einfach mehr Erfahrung mittlerweile. In dem Fall der Skripte gebe ich dir recht, aber 3D-Modeling ist dann schon wieder was anderes, ne? Ja, aber so, wenn es dieselbe Sprache ist, wie man was verknüpft, ja, dann ist da vieles schnell mal getauscht oder sowas, ja, weil man weiß, wie man eine Engine ansprechen muss. Hat es schon Vorteile, ja. So, ich bin arbeitslos, braucht noch irgendjemand Hilfe? Bin fertig. Ich bin auch tatsächlich arbeitslos. Bin fertig. Haben wir noch? Dann guckt mal, ob ihr noch eine Mission annehmen könnt. Was ich übrigens schade finde, ist, dass es nach wie vor so aussieht, als wenn du mit Third Person fährst und relativ schnell fährst, sieht es ja immer aus, als ob dir die Reifen gleich abfallen, ne? Also, kennt ihr das wahrscheinlich, ne? Ne, jetzt nicht unbedingt. Jetzt, was? Wo du es sagst, ja. Aber Toledo, du kannst mal gucken, haben wir einen Schwader? Haben wir einen Schwader? Haben wir einen Schwader? Haben wir einen Schwader? Weiß man nicht. Ich krieg grad keinen. Gekaufte Gerätschaften, Maisflöcker, Steinsammler, Mulcher, grober Scheibenmengen, Kreiselwerken, Tiefenbetrag, Seetechnik, Ladewagen, nö, nichts zu schwarz. Also ein Mähwerk hab ich und eine eigene Wiese haben wir auch, die würde ich nämlich jetzt zumindest mal abmähen. Und aber wir haben einen Mapcleaner, dann schnapp dir doch den Mapcleaner und sammel ein, Fasilo ist dein Freund. Ja, ist ja gut, ich sitze schon in meinem Trecker. 100%. Wie viel kann man irgendwo sehen, wie viel Gewicht ich in meinem Anhänger habe und was das Maximum ist? 62%. Leck? Ja, auch. Speicherleck? Ja. Uiuiuiui. Geht das für alles? 62%? Das glaube ich nicht. Nein, das war ein Pausatz. Vom Anhänger zu Anhänger verschieden. Wo ist diese Ladebagger? Aber das kann ich nicht sehen, ne? Oder? In der Durchfahrhalle. Eigentlich zeigt der unten an, wenn er voll ist. Ich wollte gerade sagen, eigentlich zeigt der unten an Max, aber manchmal funktioniert das beim ersten Mal nach dem Server-Sync nicht, wenn da vorher schon was drin war. Hi Micha. Micha ist ein Rennfahrer. Ja, heute. Ich fliege tief heute. Das wird nicht passen, da müssen wir nochmal zurück. Ah, dafür gibt es auch eine Mod, die dann das Gewicht dann anzeigt von Fahrzeug und dann Inhalten alles. Ja, aber ich finde es schade, wenn man sowas einbaut, dass man dann halt immer ein Mod dafür braucht, um es nutzen zu können. Das ist dann. Was ist der Michael?
Höchste Ballmission für 305.000 Euro drin. Ja. 305.000 Euro? Feld 78? Feld 45. Achtung, jetzt kommt's. BGA Nord. Nee, Heu. Heu? Das ist. Mit Heu ist es sogar Arbeit. Ja. Ruf dich aber müssen mal nicht machen. Muss der Kartoffel welches machen. Feld? 48? Ja, weil es. Ja, 45, das haben wir schon mal gemacht, ne? Das ist riesengroß, das Feld. Aber was halt geil ist, eine Quaderballenpresse, ne? Durchgebumst da. Ja, aber du bist halt mit 12 Meter im Wender relativ langsam. Ich wollte gerade fragen, haben wir ein bisschen toll. Geld für Siliermittel, aber nein, haben wir nicht. Ja, lass mich kurz. Nee. 305.000 Ich glaube, ich beschäftige mich nächste Woche mit Heu machen. Ja, vor allem, da wir ja jetzt nur noch 3 Folgen aufnehmen. Egal. Was, der lange Zeit. Das ist richtig. Gut, aber ich würde sagen, für den Moment sind wir fertig. Während der Micha noch diskutiert, ob er macht oder nicht. Wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mögt, geht es am Mittwoch weiter mit einer weiteren Folge. Macht's gut, dein Toucher. Tschüss. Oh.